Das Flüchtlingslager in Aholfing im deutschen Niederbayern bietet 40 Asylsuchenden Platz. Can I help you, Carrie? Derzeit leben dort rund 20 Menschen aus Sierra Leone, Nigeria und dem Kongo. Die Asylsuchenden teilen sich zwei Gemeinschaftsküchen, die ausreichend ausgestattet sind. Doch der Boden ist uneben und brüchig. Schimmelspuren sind durch eine Plastikplane verdeckt. Die abgeschiedene Lage stellt für die Asylsuchenden das größte Problem dar, denn die kleine Gemeinde Aholfing bietet keine Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. It's for you and your baby. Yes. Just for me and my baby. And baby cannot play. There's no, if you want to buy something, the most problem, there's no supermarket in this place. I'm asking for Kinderwagen, they don't give me. I always put my baby on the back when I'm going out. No Kinderwagen. No Kinderwagen, there's nothing. Is it always two people in one room? Yeah, yeah. So it's 20 people using this kitchen? Yeah, all of us here. All of us. We use here. Die Zimmer sind voll möbliert, doch die Matratzen verschmutzt, alt und durchgelegen. Der beschädigte Lattenrost ist mit Pappkarton abgedeckt. Die Asylsuchenden schlafen in zwei bis maximal drei Bettzimmern. In den Bädern sind die Duschen teilweise verkalkt und verrostet. Es gibt getrennte Sanitäranlagen für Frauen und Männer. Die Asylsuchenden weisen allerdings auf die geringe Anzahl der Duschen und Toiletten hin. Eine Dusche? Is it one toilet and one bathroom for 20 people? Yeah. Really? Okay.